Okay. Keine große Herausforderung. Gut, wir haben hier mehrere Abzweigungen. Auf der einen Seite eine Tür und hier vorne halt einen Thron und drei Abzweigungen insgesamt. Diese arg vernachlässigte Statue steht keinen Gott da, den ihr kennt. Ich warte. Auf geht's. Immerhin, guck mal, ob da eine Falle ist noch. Ja, nun gut. Scheint aber nicht der Fall zu sein. So unheimlich. Ich möchte hier weg. Ist was los? Verstanden. Das dürfte ein Ring plus 1 sein. Ist er auch? Du trägst mal du. Wobei, den geben wir Minsk. Oh, er trägt schon was Magisches. Ach ja, er trägt die Todesrüstung. Also kriegst du den Ring. So. Frag, was möchtet ihr? Fürs Erste. Gut, dann gehen wir hier erstmal rein. Kommt, lasst mich einmal probieren. Ah, großartig. Wie ich sehe, bringt man mir endlich mal wieder frisches Blut. Meuchmörder, wo ist euer Meisterteufel? Wir suchen Irenikus. Führt uns zu diesem Emporkömmling und wir werden euch leben lassen. Ich bin schon tot, Dieb. Leistet mir in der Dunkelheit Gesellschaft. Genug, tötet diese Kreatur und vernichtet die Gilde. Irenikus soll lernen, was es heißt, die Schattendiebe zu verraten. Okay, wir... Wir sollten uns da eigentlich erstmal nicht einmischen. Weil sie ist ein Vampir. Wir treffen sie halt nicht wirklich gut. So, und sie haut einfach ab, sobald sie tot, sobald die tot sind. Ein Kurzbogen, der wäre was wert. Schild. Und sie hatte halt gar nichts dabei. Ja, wir hätten uns auch mehr anstrengen können, sie zu töten. Könnten wir eigentlich immer noch machen. Ich habe ja gequicksaved. Quicksave. Keine große Herausforderung. Kommt! Lasst mich einmal probieren. Ja, das Gespräch kennen wir bereits. Ja. Jo, wir kriegen wir tot. Ja. Gibt sogar ein Level-Up für Yahira. Okay, Minsk ist gefiert. Das können wir ja einfach beheben. So. Gut, wir haben ein Level-Up für Yahira, was praktisch ist. Hm. Noch einen Bogen, aber den können wir nirgendwo hinpacken. Das ist eine, so eine Streitaxt, die brauchen wir nicht. Also nimm lieber den Bogen Minsk. Und bleib schön bei der Waffe. So. Gut. Jetzt kommt das, was ich gemeint habe, wegen Level Up. Yahira hat jetzt ein Level Up als Druide. Ich werde jetzt also in den Optionen den Schwierigkeitsgrad auf Normal stellen. Dadurch kriege ich immer volle Trefferpunkte beim Aufstieg. Was halt jetzt 6 sind. Am besten ich zeige euch das mal. So viel Zeit muss sein. So, ich lade. Ich habe ja gerade einen Quicksave gemacht durch den, was wir gekriegt haben.
Also extra vor dem Level-Up. Jetzt habe ich Standardeinstellungen drin. Also werden jetzt die Trefferpunkte ausgewürfelt. Das heißt, sie kriegt jetzt nur 3. Ich lade nochmal. So. Stufenaufstieg. Jetzt kriegt sie wieder nur 3. Komm, ich will einmal was anderes als 3 haben. Immer noch nur 3. Die Einstellungen sind aber auf Dings, ja. Ja, 4-mal, okay. So, jetzt stelle ich wieder auf normal, also nicht auf Standard, sondern auf normal. Lade. Und krieg 6. Sagenkunde erhöht, Zauber auf 3 und 4, einverstanden. Einstellung wieder auf Standard, damit wir den richtigen Schwierigkeitsgrad haben. So. Und jetzt können wir ihr mal neue Zauber beibringen. Auf 3 und 4 hieß es. Also einmal Heilung und einmal Mantel der Furcht wäre nicht so toll. Waldgeschöpfe rufen wäre cool. Schutz vor Blitzen. Schutz vor Lebenskraftentzug. Den können wir später auf jeden Fall brauchen wir den, wenn wir gegen Vampire, wie sie gerade eben kämpfen. Bei ihr hatten wir jetzt halt Glück, dass sie auf die Meuchelmörder gegangen ist und nicht auf uns. Und daher nehmen wir mal Waldgeschöpfe rufen mit rein. Damit können wir nämlich eine Dryade rufen, eine Nymphe. Weil Insektenschwarm können wir noch nicht, oder war der Spruch auf... Ja doch, Insekten können wir hier herbeirufen. Also nehmen wir das mal lieber mit rein, weil Insektenschwarm ist verdammt gut, um Zauberer anzugreifen. Ja, der Schwarm sammelt sich in einem Punkt innerhalb des Wirkungsbereichs, der vom Zauberer gewählt wird und greift dann ein einzelnes Wesen nach Wahl des Priesters an. Ja, wenn dem Opfer ein Rettungswurf gelingt, andernfalls bla bla bla. Ja, minus 2 auf Trefferwürfe, Rüstungsklasse. 50% erhöhtes Scheitern des Zaubers, des Zaubern. Das ist sehr, eine sehr gute Fähigkeit gegen Zauberer. So, das heißt, den Raum haben wir abgeklappert. Also diese Seite hier. Bleibt uns noch die andere Seite. Hallo, Goblins. Ja? Ciao, Goblins. Ja, das hier scheint eine Schmiede zu sein. Eine ziemlich moderne Schmiede mit den... Ach ja, und wieder... Bögen. Der Hammer kann weg. Kann Minsk einen Bogen tragen. Und ja, über weitere Bögen können wir Imo hingeben. Und er könnte auch ein paar Pfeile vertragen. Also Yoshimo. So. Okay, okay. Verstanden. Also immerhin guck mal nach Bögen.
Naja, ein Bogen. Yahira hat bereits so einen Zauber, also kriegt sie den zweiten auch. So, was sagen die Öfen? Die große beeindruckende Schmiede dient vermutlich zur Herstellung magischer Gegenstände und Gerätschaften. Jo. Was beim... Was beim Verbannen? Die Gefangenen sind geflohen. Über die einfallenden Diebe und den Verlust von Talisa wird der Meister nicht erfreut sein. Kommt, graue Zwerge, wir müssen sie aufhalten. Meine Laune ist schon schlecht genug. Meine Klinge wird... Kratzt ihnen die Augen aus. Los, spuck es aus. Jo. Ach, da ist ein Magier. Das war ein Magier. Mhm. Ein Heiltrank ist okay. Sie hat genug Schleuderkugeln, von daher. Das heißt, wir können jetzt mal hauptsächlich das Geld einsacken. Auf geht's, schön. Immerhin, guck mal nach Fallen hier, sicher ist sicher. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass Dürger hier großartig Schätze versteckt, Fallen platziert haben. Hm. Also ja. Ist was los? Geht klar. Immerhin. Plünder du mal. Genau, sie schließen vermutlich nur ihr Zeug ein. Schienenpanzerpfeile, okay. Ein paar magische Bolzen und eine schwere Armbrust. Eine schwere Armbrust wäre nicht schlecht. Gürtel. Ich will den Gürtel eigentlich nicht unidentifiziert benutzen, da habe ich Angst vor. Gürtel der Wucht. Jetzt hier Rüstungsklasse gegen Wuchtwaffen. Hm. Das ist nicht schlecht. So, dafür hat Yahira gerade keinen Platz. Gut, aber so haben wir Platz. Heiltränke und so weiter können auch irgendwo untergebracht werden. Und das bei Minsk. Hier oben rein, so. Ansonsten ist hier nichts mehr. Nehmen wir mal noch den Bogen mit. Gut, das war die Schmiede der Zwerge, also der Turker, das wir hier hatten. Das sieht eher nach Ausgang aus, oder? Nein, nicht ganz. Das hier ist gemeiner Ort. Holt mich aus diesem Höllenloch raus. Frenedin. Ah, ihr könnt gewiss nicht mein Entführer sein. Die kommen, einen alten Mann in seinem Gefängnis zu foltern. Ihr seht niemanden ähnlich, den ich hier gesehen habe. Nein, ich bin nicht euer Entführer. Ich war vor kurzem selbst gefangen. Wer seid ihr, alter Mann? Wie kam es, dass man euch hier auf dieser
auf diese Weise gefangen hält. Ich bin nicht hier, um euch zu foltern, alter Mann, aber ich kann auch keine Zeit erübrigen, euch zu helfen. Nehmen wir mal die 1.